Hallo und guten Tag, liebe Raubfischangler. Mein Name ist Dietmar Isaiasch und ich möchte euch zwei ganz besondere, spezielle Routen vorstellen, die wir für Garmin von Westin aus gemacht haben. Und zwar einmal die Garmin Livecast Jig und die Garmin Livecast Spin. Das sind zwei Routen, die speziell für das Livecast-Fischen, also für das Fischen mit dem Livescope, gemacht wurden. Eine kurze Version fürs pelagische Angeln oder fürs Vertikalangeln, also für das direkt unter dem Livescope fischen und dazu gleich noch etwas mehr. Und eine Spin-Ausführung, eine deutlich längere Ausführung, wo man quasi im vorausschauenden Modus prima die Fische, die man im Mittelwasser sieht, anwerfen kann. Das Schöne an dieser Route ist, die kann man sowohl mit der Stationärrolle fischen, als auch durch die Ringanordnung mit der Multirolle. Zuerst möchte ich euch die kurze Version, nämlich die Garmin Livecast, vorstellen, und zwar die Jig mit T für Trigger. Diese Ausführung ist 1,90 Meter lang, hat insgesamt 11 Seaguide-Ringe, die LS-Ringe sind das, klein gehalten, aber dennoch groß genug, dass ihr auch im Winter prima fischen könnt, wenn es etwas kälter ist, sodass die Ringe nicht so schnell zufrieren. Weiterhin hat diese Route einen Toreka Carbon Blank, High Performance Blank, ein wirklich schneller Blank, ein Blank mit hohem Carbonanteil, die die Route A angenehm beim Fischen macht, also leicht ist, aber dennoch sehr, sehr schnell ist, um den Haken zu setzen, aber auch entsprechend schön steif, um natürlich auch die entsprechenden Lockbewegungen mit der Route ausführen zu können. Und nicht zu vergessen, diese Route ist zwar 1,90 Meter lang, deswegen auch diese schöne Aktion, also fast eine einteilige, aber man kann sie entsprechend hier am Griff teilen. Also sie ist im Endeffekt so geteilt. Ein weiterer cooler Feature ist auch noch, dass hier das Griffstück abgeflacht ist. Dementsprechend ist auch etwas länger. Dementsprechend liegt das schön am Unterarm an. Auch wenn ihr arbeitet mit der Rute oder ihr habt einen richtig guten, schweren Fisch dran, dann bleibt auch alles schön am Unterarm und der Griff hier unten rutscht euch im Drill auch nicht weg. Also das ist die kurze Version von der speziellen Livecast-Route, die wir für Garmin gemacht haben. Perfekt für alle Low-Profile-Baitcaster und die normalen Multirollen. Das ist hier die zweite Version, nämlich die Garmin Livecast Spin in 2,40 Meter mit einem Wurfgewicht von 115 Gramm. Hat aber auch wirklich noch eine jede Menge Power und Reserven, dass man auch durchaus 120, 130 Gramm mitschmeißen könnte. Die Route hat eine sehr, sehr straffe Aktion. Somit könnt ihr auch kleinere Gewichte, also Gummifische mit kleineren Köpfen, durchaus auch im ganz flachen Bereich entsprechend den Fisch anschmeißen. Und ihr würdet auch wirklich den leichtesten Tock in dieser Route merken, könnt ihn wunderbar parieren. Schön an der Route ist, sie macht dann eine richtig schöne parabolische Aktion, sodass ihr auch einen schweren Fisch auch längere Zeit im Drill entsprechend handeln könnt. Ein schöner langer Griff, aber nicht zu lang, sodass ihr auch im Winter nicht gegen eure Jacke kommt, wenn ihr hiermit schmeißen müsst. Auch da wiederum dran gedacht, dass wir ihn hier unten abgeflacht haben. Dementsprechend auch wieder jede Menge Unterstützung beim Unterarm im Drill mit dieser Route. Und nicht zu vergessen, die Route hat insgesamt 8 Ringe. Wir haben sie so angeordnet, dass sie eigentlich natürlich, deswegen auch die Spin-Ausführung für die Stationärrolle gedacht ist. Also durchaus eine etwas größere Stationärrolle verwenden. Aber passt auch prima in Kombination mit einer entsprechenden Multi. Auch das könnt ihr fischen, ohne dass die Schnur den Blank berührt. Also wer will, kann auch hiermit entsprechend den Fisch anschmeißen und auf diese Weise fischen oder auch mit der Stationärrolle arbeiten. Die Route ist zweigeteilt und zwar gleichmäßig zweigeteilt. Auch hier wiederum das Beste vom Besten, Toreka Carbon High Performance für eine absolut gute Aktion in der Route. Und nicht zu vergessen, mit dieser Route könnt ihr auch wirklich einen richtig kapitalen Fisch landen, Haken setzen und alles, was dazu gehört. Naja, manchmal sehen die Fische halt größer aus, als sie sind, aber es funktioniert auf jeden Fall und mit der richtigen Route klappt das auch mit den Zandern.